Heute mit Projekten aus Mosambik, Burkina Faso und Uganda. Die Zyklone Idai und Kenneth haben im Südosten von Afrika Chaos hinterlassen. 2 Millionen Menschen haben alles verloren und stehen jetzt vor dem Nichts. Es ist ein Albtraum, berichtet Fabrizio Gralia aus Mosambik. Die Ernte wurde vernichtet, Malaria und Cholera breiten sich aus. Das Land ist auf gespendete Lebensmittel und Saatgut angewiesen. Es fehlt an Nahrung und Medikamenten, an Decken und Matratzen für die Nacht. Ganz aktuell werden Moskitonetze benötigt, um den Seuchen Einhalt zu gebieten. Leben retten, Seuchen verhindern. Jede Spende hilft. Ihr Pater Karl. In Burkina Faso müssen viele Kinder in unterirdischen Tunneln arbeiten. Tag für Tag klettern Buben wie Mossa den 15 Meter tiefen Schacht hinunter und riskieren dabei ihr Leben. Kinderarbeit in den Goldminen ist eine der schlimmsten Formen der Ausbeutung, weiß unser langjähriger Projektpartner Adel Froamba. Ihre einzige Chance ist eine gute Schul- und Berufsausbildung, ist sich Pater Charlemagne Savadogo sicher. 63 Mädchen und Buben konnten dank Abbé Adelph und seinem Team die Minen bereits hinter sich lassen. Helfen Sie mit Schultaschen und Stiften, mit Schulbekleidung oder ermöglichen Sie einem Kind eine 6-jährige Schulausbildung. Den Minen entkommen, dazu bitte ich Sie um Ihre Hilfe. Vergelt's Gott, Ihr Pater Karl Wallner. In Uganda wurden Zehntausende Kinder und Jugendliche als Kindersoldaten missbraucht. Zahlreiche Familien wurden durch den Konflikt zerrissen. Skola war erst 2 Monate alt, als die Rebellen ihren Vater entführten und ermordeten. Bis heute leiden Menschen unter den Folgen des Terrors, berichtet Henry Muhindo. Als ehemaliger Kindersoldat lebte er 12 Jahre lang unter den Rebellen. Seine Vergangenheit quält ihn sehr. Heute unterstützt er mit seinem Verein Foraro Familien von entführten und ehemaligen Kindersoldaten, damit die Kinder wieder zur Schule gehen können. Helfen Sie mit Baumaterial, Saatgut und Tieren oder ermöglichen Sie Kindern, die Schule zu besuchen. Neuanfang für Familien von Kindersoldaten. Jede Spende hilft, vergelt's Gott. Bitte nehmen Sie sich ein Herz und helfen Sie. Vielen Dank, Ihr Pater Karl.